So, kleiner Trick zum Bildtag. Dieses Zeug, was da drauf ist. Ja. Und Flashforge in Blau. Normalerweise ist das Zeug schwarz. Und es steht Bildtag drauf, aber ist egal. Eine Druckluftdose, die schön voll ist. Und wenn ich das Zeug jetzt leicht fluffig und kühl da drauf sprühe, kann man also noch Wasser einfach runternehmen hinterher. Weil es dann halt schnell abkühlt, in dem Moment ein bisschen zusammenzieht. Und trotz, dass das normalerweise bombenfest klebt, kriegt man es dann super easy darunter. Macht nichts kaputt. Funktioniert super. Hinterlässt keine Rückstände auf der Buildplate. Die hat er jetzt übrigens gerade noch um die 55 Grad in etwa. Also man sollte es nicht machen, während die noch richtig heiß ist. Aber so zwischen 30 und 50 Grad ist das absolut okay. Die Teile kommen dann einfach runter. Kann man dann sehr, sehr einfach runternehmen. Funktioniert super, habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Kann ich nur empfehlen. Allerdings ist Druckluftspray jetzt nicht ganz so gut geeignet für, aber es geht halt, wenn es noch flüssig ist, also wenn noch genug drin ist. Prinzipiell würde ich da aber eigentlich eher richtiges Eispray bevorzugen. Also wenn ihr was kauft, kauft einfach Eispray, bevor ihr Druckluft kauft und die Dose falsch rumhaltet. Na gut, viel Spaß mit euren 3D-Druckern.